Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Nun gut. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ah, Entschuldigung, musste niesen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nicht da drinnen, bitte nicht. Ah, gut. Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. Bitte tut mir nichts. Ihr folgt einem falschen Gott. Ihr folgt einem falschen Gott. Hört auf, bitte. Ihr tut mir weh. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich bitte! Haltet euch fern von mir. Albau! Ich hole deine Karte. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Na gut. Ich war 8 von 10. Alles klar. Na gut. Ja. Nein, ich komme nicht näher. Nein, 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 nein. Du gehörst mir. Da ist er. Haltet ihn. So, war schnell das Kurzschwert genommen. Da drin ist schon wieder irgendwo. Da drüben. Sorun çıkartacak. Also die Wachen, die... Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Also die Wachen, die unten stehen, die interessiert das gar nicht, dass wir hier die Häuser hochklettern. Es ist hauptsächlich nur diese Bogenschützen. Das ist wirklich so interessiert. Ja, halt dich doch mal fest, Mann! Ah. Also ist ein Mörder in der Nähe. Das ist jetzt nicht wahr hier. Was ist denn das? Hä? So hoch bin ich hier. Na gut. Sei es drum. Da ist der nächste Aussichtspunkt runter hier. Aber wir haben erst 3 aufgedeckt. Warte mal, warte mal, warte mal. Friede sei mit euch.
Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Mhm. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Okay. Ach, das ist der Typ. Jetzt war ich ein bisschen leicht verwirrt. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Na doch, ich suche hier Flaggen. Siehst du doch. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Interessant. So, jetzt raus hier. Meine Familie Hammart. Ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Die besten Waren im ganzen Land. Zu warum? Warum tut ihr das? Welche Parken da die? Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Dein Leben ist verfilmt. Oh, hoffentlich ist das jetzt die letzte hier. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Hier los, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Also gut, wo bist du? Halt, ihr dürft ja nicht passieren. Junge, Junge, Junge.
ich froh, wenn ich aus diesem Viertel raus bin hier. Müssen wir jetzt noch einen Aussichtspunkt, müssten wir noch haben? Also einen Aussichtspunkt und eine Bürgerrettung, oder? Wartet, Alter, ihr. Ich habe eine seltsame Bitte, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Euer Ziel ist der Händlerkönig, ich weiß. Aber andere in dieser Stadt sind ebenso skrupellos. Einige Händler in diesem Viertel verkaufen vergammeltes Fleisch. Es ist billig im Einkauf und die Gesundheit ihrer Kunden schert sie nicht. Einige Kinder sind bereits gestorben. Wir dürfen solcherlei Machenschaften nicht dulden. Wärt ihr bereit, dem ein Ende zu setzen? Interessiert ihr euch vielleicht hier? Nein? Ich habe aber noch... Hey, ihr da! Was tut ihr denn da? Das, ich hole mir deinen Kopf! Du wirst mir nicht entkommen! Bitte! Boah, Mann! Wie soll man denn an den Händler rankommen hier? Zack, weg! Leute, ich habe keine Zeit, Mann! Das wird nicht zu schwer werden! Kime boyun eğmek istiyorsun? So, wie komme ich jetzt an diesen Händler dran? Kann doch nicht wahr sein. Ach. Mann! Ich wüsste nicht, wie ich den... Stören Sie mit Ihren Wurf, werfen Sie jemanden. Ach so, ich soll da jemanden reinwerfen. Ja, ja. Ein Mörder auf freiem Fuß. Was ist das? Was ist hier geschehen? Naja, die Mission müssen wir nochmal machen, warte mal. So. Und
Nun gut, dann haben wir's. Danke, Bruder. Ihr habt zahllose Leben gerettet. Als Dank gebe ich euch einige Informationen, die sich als nützlich erweisen könnten. Ich habe heute früh zwei Diener des Händlerkönigs belauscht und scheinbar haben sie vor seinen Gemächern ein Gerüst vergessen. Benutzt es, um schneller zu ihm zu gelangen. Danke. So, eine fehlt noch. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, endlich waren alle Bürgermissionen. Allmächtiger. So, hier noch mal schnell ein Belauschen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. So. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte. Jetzt haben wir noch den Aussichtspunkt hier und dann geht's ins Büro. Hab keine Zweifel! Wir kämpfen um unsere schiere Existenz! Und tausende von Leben! Wolfgang, warum tut er das? Wir müssen widerstehen! Wir müssen zurückschlagen! Sein Leben im Dienste Gottes zu lassen! Im Kampf für das, woran wir glauben, Blut geht! Es gibt halt den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Sie handeln gegen den Willen Gottes! Und dafür müssen sie zahlen! Doch, dann war hoch, 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 hoch. Ach komm. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz, Grausamkeit, Wahnsinn. Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Was, das Ding ist ziemlich hoch hier. Aber ich denke, wir sind gleich da. Oh Mann. Bauernstücke? Ja. Ah, da ist es doch. So, so wie es aussieht, ist das hier der höchste Turm. Auf jeden Fall der höchste.
Was? Wenn sie entdeckt wurden, bitte was? Die Soldaten von sich. Ich hab doch einen Todessprung gemacht. Ich hab doch jetzt eben gerade einen Todessprung gemacht. Wie kann denn der daneben fallen? Wie geht denn das? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Nein, geht nicht. Nur ein Vermissen für mein... Was geht hier vor? Was tut ihr denn? So. Ah, ich bin... Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Hat er seinen Verstand verloren? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Oh. Könnten auf der Flucht ganz schön nervig werden. Erhalmen Hunger! Oh, ist so gut. Ich gehe ja runter. Willkommen, willkommen! Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen.
mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit, ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erleben wird. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Ein Typ. Nein! Das sagen wir. Ist die Qualle. Warum gebt ihr nicht auf? Rührt mich nicht an! Herr Zundurumanu! Halt man beide etwa! Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten.
Wir werden die neue Welt erschaffen. Ich krieg dich! Stirb, Ungläubiger! Na gut, du Mohalla! Ah. Bin doch gar nicht hier, Mensch. Macht nicht so Wind, Leute. Ja, er kommt da rüber, oder was? Werden immer besser und besser. Nun gut. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Lukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich überspringe das jetzt ein bisschen. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner. Nimm's mir nicht für übel, aber ich überspringe das ein bisschen. Kommt, Altair, sprecht mit mir. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet.
Nun gut, irgendwas stimmt mit den Typen nicht. Langzeiten, Fertigkeiten. Ah, steht schon wieder da, der Trainer. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Richtig. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Genau. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Na gut. Königreich, nach Arkon. Büro. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre Krüge fallen lassen. Nun gut, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.